Hey Google, wie spät ist es? Es ist 11:16 Uhr. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 11:16 Uhr. Hey Google, welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag. Alexa, welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag, der 13. Januar. Hey Google, stell einen Timer auf 5 Sekunden. In Ordnung, 5 Sekunden. Und jetzt geht's los. Okay, Google, stopp. Alexa, stell einen Timer auf 5 Sekunden. 5 Sekunden ab jetzt. Alexa, stopp. Okay, Google, stelle einen Wecker auf 7.30 Uhr. Hier, bitte. Dein Wecker wurde auf 7:30 Uhr gestellt. Alexa, stelle einen Wecker auf 7.30 Uhr. Meintest du 7:30 Uhr morgens oder abends? Morgens, bitte. Wecker gestellt für 7:30 Uhr morgen früh. Alexa, wann geht morgen die Sonne auf? Am 14. Januar 2018 ist um 8:32 Uhr Sonnenaufgang. Okay, Google, wann geht morgen die Sonne auf? Die Sonne geht um 8:32 Uhr auf. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen ist es in Aachen überwiegend sonnig mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 5 Grad und einer Tiefsttemperatur von 0 Grad. Okay, Google, wie wird das Wetter heute? Heute ist es in Aachen größtenteils sonnig bei voraussichtlich 0 bis 7 Grad. Es sind aktuell 5 Grad und es ist größtenteils bewölkt. Alexa, wird es heute regnen? Heute wird in Aachen kein Regen erwartet. Hey Google, wer ist Leonardo DiCaprio? Wikipedia sagt, Leonardo Wilhelm DiCaprio ist ein US-amerikanischer Filmschauspieler, Produzent und Oscar-Preisträger. Okay Google, wann hat er Geburtstag? Er wurde am 11. November 1974 geboren. Alexa, wer ist Leonardo DiCaprio? Leonardo Wilhelm DiCaprio ist ein US-amerikanischer Filmschauspieler, Produzent und Oscar-Preisträger. Alexa, wann hat er Geburtstag? Darauf habe ich leider keine Antwort. Alexa, wann hat Leonardo DiCaprio Geburtstag? Der Geburtstag von Leonardo DiCaprio ist 11. November. Hey Google, wie lang ist die Elbe? 1091 Kilometer. Okay Google, wo entspringt sie? Okay Google, wo entspringt sie? Riesengebirge. Alexa, wie lang ist die Elbe? Die Länge von Elbe ist 1091 Kilometer. Alexa, wo entspringt sie? Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, wo entspringt die Elbe? Die Elbe ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Okay, Google, wie weit ist der Mond entfernt? Die Entfernung vom Mond zur Erde beträgt 384.400 Kilometer. Alexa, wie weit ist der Mond entfernt? Die Entfernung des Mondes von der Erde beträgt 384.000 Kilometer, 239.000 Meilen. Alexa, wie weit ist der Mond in Metern entfernt? 384.403.000 Meter. Alexa, wie viel Zentimeter sind ein Zoll? Ein Zoll sind 2,5 Zentimeter. Okay, Google, wie viel Zentimeter sind ein Zoll? Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter. Alexa, wie viel US-Dollar sind ein Euro? Ein Euro sind 1 Dollar und 21 Cent.
Okay, Google. Wie viel US-Dollar sind 1 Euro? Tut mir leid, da kann ich noch nicht weiterhelfen. Okay, Google. Wie viel ist 1 Euro in US-Dollar? Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz. Okay, Google. Rechne 1 Euro in US-Dollar um. Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz. Okay, Google, wie hoch ist der Mount Everest? Der Mount Everest hat eine Höhe von 8.848 Metern. Alexa, wie hoch ist der Mount Everest? Die Höhe des Mount Everest ist 8.848 Meter über dem Meeresspiegel. Alexa, wie mache ich einen Windows-Screenshot? Da bin ich mir leider nicht sicher. Okay, Google, wie mache ich einen Windows-Screenshot? Auf der Website computerhilfen.de steht dazu Folgendes. Schnelltipp-Tastenkombination für den Windows-Screenshot. Oben rechts auf der Tastatur befindet sich die Druck- oder Drucken-Taste. Diese speichert den Screenshot. Zum Einfügen in einem anderen Programm kann man das Screenshot-Bild dann mit der Tastenkombination STRG plus V einsetzen. Video unten. Alexa, ich suche ein Rezept für Kohlrouladen. Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, hast du ein Rezept für Kohlrouladen? Da bin ich mir leider nicht sicher. Hey Google, ich suche ein Rezept für Kohlrouladen. Möglicherweise helfen diese Informationen aus dem Web weiter. Auf der Website lecker.de steht dazu Folgendes. Kohlkopf kurz in reichlich kochendes Wasser geben, herausheben und die äußeren 16 Blätter ablösen. Kohlrippe flach schneiden und die Kohlblätter in kochendem Wasser in 2 Portionen 1 bis 2 Minuten blanchieren. Mit einer Schaumkelle herausheben und gut abtropfen lassen. Stopp. Alexa, ich suche ein Rezept für Spaghetti mit Tomatensauce. Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, hast du ein Rezept für Spaghetti mit Tomatensauce? Das weiß ich leider nicht. Okay, Google, ich suche ein Rezept für Spaghetti mit Tomatensauce. Entschuldige, ich verstehe nicht ganz. Alexa, wie lange müssen Spaghetti kochen? Das weiß ich leider nicht. Okay, Google, wie lange müssen Spaghetti kochen? Auf der Website lecker.de steht dazu Folgendes. In leicht sprudelndem Wasser die Spaghetti kochen. Dabei immer wieder umrühren, so dass die Nudeln nicht aneinander kleben bleiben und gleichmäßig garen. Trockene Spaghetti kochen in der Regel ca. 10 Minuten. Bitte beachte trotzdem die Herstellerangabe auf der Verpackung. Alexa, was ist falsches Filet? Das falsche Filet ist ein Teilstück der Schulter vom Rind oder vom Schwein, genauer der Obergrätmuskel. Hey Google, was ist ein falsches Filet? Hier ist eine Zusammenfassung von der Website edeka.de. Falsches Filet ist ein Teilstück aus der Schulter vom Rind. Das falsche Filet wird von einer kräftigen Sehne durchzogen und eignet sich nicht zum Kurzbraten. Weich und zart wird es erst durch ausgiebiges Schmoren, es kann aber auch gekocht werden. Bekannt ist das falsche Filet auch als Schulterfilet oder Bubelende. Hey Google, was ist eine Mehlschwitze? Wikipedia sagt Mehlschwitze, auch ein Brenn- oder Schwitzmehl, ist eine erhitzte Mischung aus Weizenmehl und Fett, die zum Binden von Suppen und Soßen dient. Alexa, was ist eine Mehlschwitze? Mehlschwitze, auch ein Brenn- oder Schwitzmehl, ist eine erhitzte Mischung aus Weizenmehl und Fett, die zum Binden von Suppen und Soßen dient. Alexa, wie mache ich eine Mehlschwitze? Da bin ich mir leider nicht sicher. Hey Google, wie mache ich eine Mehlschwitze? Auf der Website lecker.de steht dazu Folgendes. Die kalte Gemüsebrühe und Milch bei ständigem Rühren zu der Mehlschwitze geben und alles aufkochen lassen. Das Rühren ist wichtig, damit sich das Mehl nicht wieder am Boden absetzt und ein Anbrennen verhindert wird. 2. Alles 5 Minuten okay, bei schwacher Hitze köcheln. Stopp.
Alexa, wie viel Teelöffel sind ein Esslöffel? 1 Esslöffel sind 3 Teelöffel. Okay, Google, wie viel Teelöffel sind ein Esslöffel? Ein US-amerikanischer Esslöffel entspricht 3 US-amerikanische Teaspoons. Hey Google, wie viel Milliliter sind 2 Tassen? 2 US-amerikanische Cups entspricht 473,176 Milliliter. Alexa, wie viel Milliliter sind 2 Tassen? 2 Tassen sind 473 Milliliter. Hey Google, was ist ein Whopper? Wikipedia sagt, der Whopper ist eine Burger-Variante der Fast-Food-Kette Burger King. Er wurde 1957 von James McLemore und David Edgerton erfunden und zu dieser Zeit in den USA für 37 Cent verkauft. Alexa, was ist ein Whopper? Der Whopper ist ein Burger mit einem Hackfleisch-Patty, der über offener Flamme gegrillt wird und aus 100% Rindfleisch ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe besteht. Zusammen mit Tomatenscheiben, Zwiebeln, Salat, saurer Gurke, Ketchup und Mayonnaise wird er in einem Sesambrötchen serviert. Alexa, wie viel Kalorien hat ein Whopper? 660 Kalorien. Okay, Google, wie viel Kalorien hat ein Whopper? 233 Kalorien in 100 Gramm. Okay, Google, wie viel Kalorien hat ein Apfel? 52 Kalorien in 100 Gramm. Alexa, wie viel Kalorien hat ein Apfel? Der Kalorienwert von Apfel ist 53 Kalorien. Okay, Google, wie lange brauche ich mit dem Auto nach Hamburg? Da auf der Route von deinem Standort nach Hamburg wenig Verkehr herrscht, benötigst du etwa 4 Stunden und 46 Minuten. Alexa, wie lange brauche ich mit dem Auto nach Hamburg? Das weiß ich nicht. Ich arbeite daran, mehr Informationen zu örtlichen Geschäften hinzuzufügen. Hey Google, wie lange brauche ich zu Fuß zur Franzstraße? Da auf der Route von deinem Standort nach Franzstraße wenig Verkehr herrscht, benötigst du etwa 15 Minuten. Alexa, wie lange brauche ich zu Fuß zur Franzstraße? Die Information konnte ich nicht finden. Ich arbeite daran, mehr Informationen zu örtlichen Geschäften hinzuzufügen. Alexa, wie lange brauche ich zum nächsten Mediamarkt? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Basierend auf deiner Postleitzahl habe ich einen Mediamarkt in der Nähe gefunden. Die Entfernung ist 2,6 Kilometer, die Adresse lautet Franzstraße 6 in Aachen. Sie haben bis 20 Uhr geöffnet. Für genauere Ergebnisse gehe in die Alexa-App und gib deine Adresse ein. Okay, Google, wie lange hat Edeka heute auf? Edeka Schnellkauf ist am Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Alexa, wie lange hat Edeka heute auf? Ein Edeka mit der Adresse Harbachtalstraße 9 hat noch bis 15 Uhr geöffnet. Hey Google, wie komme ich am schnellsten zum Edeka? Ich unterstütze noch keine Wegbeschreibungen. Alexa, wie komme ich am schnellsten zum Edeka? Der schnellste Weg nach Edeka in Harbachtalstraße 9 dauert ca. 7 Minuten über L260 und L136. Alexa, wirf eine Münze. Okay. Zahl. Hey Google, wirf eine Münze. Sicher. Du hast Kopf. Alexa, erzähl einen Witz. Wie nennt man jemanden, der aus einem dicken Buch abschreibt? Schinkenspicker. Okay Google, erzähl einen Witz. Warum konnte der beste Spieler des Jahres nicht mit zur WM fahren? Der Pass hatte ihn nicht erreicht. Okay, Google, was läuft heute Abend im Fernsehen? Entschuldigung, TV-Programme werden noch nicht unterstützt. Alexa, was läuft heute Abend im Fernsehen? Auf das Erste läuft heute Abend ab 20.15 Uhr der Tipp, die Live-Übertragung, Schlager Champions, das große Fest der Besten. Auf ZDF läuft der Tipp, Friesland.
Auf RTL läuft die Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Auf Sat.1 läuft Harry Potter und der Orden des Phönix. Und auf Pro7 läuft der Action-Thriller Stormhunters. Möchtest du die nächsten Sender oder Infos? Übrigens, du kannst dir auch deine persönliche Senderliste mithilfe der Favoriten erstellen. Sag einfach, füge ZDF Alexa, zu meinen Favoriten. Stopp. Alexa, was läuft heute im Kino? Es gibt einige Filmvorführungen in deiner Nähe heute. Star Wars, The Last Jedi, Jumanji, Welcome to the Jungle, Dieses bescheuerte Herz, Coco, The Greatest Showman und Ferdinand. Okay, möchtest Google. Du mehr Filme hören? Alexa, stopp. Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz. Okay, Google, was läuft heute im Kino? Einige beliebte Filme, die heute in Aachen laufen, sind Star Wars, Die letzten Jedi, Dieses bescheuerte Herz und Jumanji. Okay, Google, vielen Dank. Ich helfe gern.